willkommen auf meinem Kanal. Hier findest du alles rund um das Thema Lifestyle, Beauty, Fashion, aber auch coole Follow-Me-Arounds, alles rund um das Thema Kochen, Backen und auch Ernährung, sowie auch mal sportliche Videos. Also, wenn du interessiert bist, dann einschalten, abonnieren, nichts mehr verpassen und ich freue mich auf dich. Spaß mit meinem neuen Haul. Wie ihr gesehen habt, hat sich am Anfang des Videos eine Beauty-YouTuberin vorgestellt. Schaut doch mal bei ihr rein, sie macht ganz viel Beauty. Und auf eine andere liebe YouTuberin möchte ich hier auch nochmal aufmerksam machen. Ich sollte eigentlich mit ihr die November-Favoriten abdrehen. Ich habe das leider zeitlich nicht geschafft durch meine ganzen Adventsverlosungen. Und deswegen erwähne ich sie hier. Schaut mal rein bei Roses Are Red. Ihr Kanal ist unten in der Infobox verlinkt, genauso wie die erste Beauty-YouTuberin. Schaut bei denen rein, die haben ganz viele DM-Hauls und aufgebraucht und Favoriten. Also alles, was mit Beauty zu tun hat und was wir Mädels halt gern gucken. Aber mit Roses Are Red werde ich nochmal meine Winter-Must-Haves drehen. Also ich erwähne sie hier und dann werde ich nochmal eine Kooperation mit ihr machen zu den Winter-Must-Haves. So, und jetzt zeige ich euch, was ich so gekauft habe. Viel Spaß! Haul an, ich habe auch schon das erste Produkt in der Hand. Das ist ein Eyeliner von P2 in 170 Magnificent Andorra. Das ist in so einem dunkelblau. Das habe ich auch schon drauf. Ich liebe diese Farbe. Ich kann euch die mal zeigen. Überm Lid und hier drunter nochmal. Finde ich ganz schön. Das hat ja gekostet 1,30 Euro ungefähr. Ja. Ja, dann habe ich einen schwarzen Eyeliner gesucht. Ich hatte einen total tollen. Der war, glaube ich, von Maybelline. Der hieß auf jeden Fall Blockbuster. Der hat da so eine dickere Spitze und mit dem konnte man echt einen schönen Lidstrich ziehen. Und den gibt es leider nicht mehr. Ich habe nachgefragt, aber die hatten den nicht mehr im Sortiment. Deswegen habe ich mir jetzt zwei andere geholt. Ich will immer einfach mal gucken, ob die für mich so in Ordnung sind. Einmal von Alverde. Das ist halt mit diesen Töpfchen. Und dann ist nochmal so ein Stift oben integriert. Der ist hier oben. Oder ein Pinsel eher gesagt. Ja. Will ich mal schauen, ob ich damit klarkomme, weil so ein Pöttchen hatte ich bisher noch nie. Ich hatte immer nur so Stift-Eyeliner. Und dann habe ich noch einen Eyeliner-Pen von Essence. Easy to use, heißt er. Und er hat so eine ganz feine Spitze. Ich habe einmal eine Nivea-Creme mitgenommen. Das ist ein Favorit von Roses Are Red, also vom Kanal, den ich unten in der Infobox verlinkt habe. Sie kauft sich die Nivea-Creme jeden Monat nach. Ist gerade ein bisschen laut. ja, Nivea-Creme kennt man natürlich auch aus der Jugend. Also ich habe die jetzt in der letzten Zeit nicht benutzt, weil es ja so viele andere neue Cremes gibt, aber ja, mit Nivea-Creme kann man nichts falsch machen. Und jetzt für den Winter auch für die Lippen oder fürs Gesicht oder für raue Hände ganz gut. Dann habe ich mir fürs Gesicht von Abilene eine Massagebürste mitgenommen. Ja, die gibt es ja schon länger. Ich weiß nicht, also ich bin noch am Zweifeln, ob die gut ist. Wenn jemand Erfahrungen damit hat, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich wollte halt so ein milden Peeling-Effekt haben mit meinem Anti-Pickel-Peeling-Waschgel und ich dachte mir, das passt ganz gut dazu. Ja, bin ich mal gespannt, wie das so ist. Und dann habe ich endlich mal tada von hier, wie heißt die Marke? DM-Marke, ne? Von der DM-Eigenmarke, die das Honigkuchenduftglas gefunden, diese Honigkuchenkerze. Die gab es so lange nicht bei uns. Die war immer ausverkauft. Und jetzt habe ich direkt mal zwei Stück mitgenommen. Und die riecht so himmlisch. Oh mein Gott, die riecht so lecker, wirklich.
Ich weiß, die gibt es schon etwas länger, aber wie gesagt, ich habe die jetzt leider nicht gefunden gehabt. Und deswegen habe ich die erst jetzt mitgenommen. Dann habe ich noch ein paar Badeessenzen mitgenommen. Und zwar einmal von Balea ein Badestern mit Duftrichtung Vanille. 1,95. Ich habe jetzt die Preise gar nicht genannt, aber ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Der riecht total lecker. Den wollte ich, ich verpacke ja die Weihnachtsgeschenke und dann wollte ich den halt so an die Verpackung irgendwie so dranhängen. Ich dachte mir, so als Deko sieht der ganz schick aus. Und dann noch zwei Badesticks von Balea. Einmal in der Duftrichtung Lotus Wasserminze Duft. Der hat so einen ganz leichten, frischen Duft. Fand ich ganz, ganz gut. Und einmal mit dem Kokosduft. Habe ich mir jetzt schon einige Male nachgekauft. Ah, die Lampe blendet. Moment. So, jetzt ist besser. Die Softbox blendet. Ja, dann habe ich was für meine unreine Gesichtshaut mitgenommen. Ich habe leider in letzter Zeit, oder was heißt in letzter Zeit, also jetzt schon seit über einem Jahr, sehr, sehr unreine Haut hier an den Wangen. Also meistens nur an den Wangen. Ich war schon beim Hautarzt, der hat mir eine Creme gegeben. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht und ich habe schon wirklich viel ausprobiert, auch das Rosenwasser. Mit dem Rosenwasser, muss ich sagen, ist mein Gesicht etwas ebenmäßiger geworden, aber trotzdem sind die Unreinheiten noch da und man muss die ja gezielt bekämpfen, aber leider habe ich da noch nichts gefunden. Und jetzt wollte ich es mal mit Heilerde versuchen, da habe ich nämlich viel Gutes von gehört. Dann habe ich einmal die Luvus Heilerde, diese Gesichtsmaske mitgenommen. Wenn ihr da auch Erfahrungen mit habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, ob das wirklich hilft. Und einmal von der Marke Bullrich eine Heilerde, das ist eine Paste, die ist gebrauchsfertig. Die macht man sich nur drauf. Ist für Akne und fettige Haut, Muskel- und Gelenkbeschwerden. Ja, bin ich auch mal gespannt, ob das was bringt. Dann habe ich einen meiner Lieblingsbodenreiniger mitgenommen von Meister Proper mit der Duftrichtung Febreze Thai Orchidee. Einmal von Denk mit die WC Wasserkasten Tabletten. Wir haben ja hier so Wasserkasten und ich finde das cool, wenn so blaues Wasser rausläuft und es riecht dann auch gut. Für Heiko ein Haargel von Taft. In der Stärke 5, also ganz, ganz stark. Und dann habe ich noch was zum weihnachtlichen Dekorieren mitgenommen. Ich wollte so ein bisschen was mit euch basteln. Zeige ich euch gleich im Anschluss noch, weil ich ja noch bei Action war und den Rest geholt habe. Und zwar einmal hier so Engelshaar in Gold. Und einmal so eine Mischung aus Nelken, Zimt und Zitronen und Orangen. Ja, das war der M, meine Lieben. Und jetzt kommen wir zu Rossmann. Und es riecht schon total toll. Ich habe nämlich zwei Duftkerzen mitgenommen, sogar drei. Eine steht schon auf dem Tisch. Und zwar habe ich zweimal diese Duftkerze mit Kokos-Makronen-Duft mitgenommen. Die riecht so wahnsinnig lecker. Oben auch noch mit so ein bisschen Glitter. Und dann eine. Die ist rötlich, die ist mit Weihnachtsbäckerei-Duft. Die riecht auch, boah, die könnte man wirklich aufessen. Hat oben auch nochmal so Glitter. Dann habe ich einen Tee mitgenommen von King's Crown. Das ist eine LE. Vanillekipferl. Bin ich auch mal gespannt, wie das ist. Also es ist eine Rooibos-Tee-Mischung mit Vanillekipferl-Geschmack. Also Rooibos-Tee mit Vanillegeschmack mag ich ja eigentlich schon, weil ich das schon mal probiert hatte von einer anderen Marke. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das heißt, aber bin mal gespannt, wie das so schmeckt. Und das Gute ist bei dieser Mischung, man muss nicht nachwürzen, möchte ich sagen, nicht nachsüßen, weil die schon von, weil der Tee von selbst aus schon sehr süß ist durch diesen Vanillegeschmack. Dann habe ich zwei Handschuhe mitgenommen. Einmal so ein Massagehandschuh.
Den habe ich jetzt schon öfter nachgekauft. Ich benutze den gerne für mein Gesicht, wenn ich bade, dann peele ich mein Gesicht noch und dann benutze ich gerne diesen Massagehandschuh dazu. Oder wenn ich eine Maske aufgetragen habe und diese vom Gesicht wieder runter haben möchte, dann benutze ich auch diesen Handschuh für. Und dann habe ich einen, auch nochmal Massagehandschuh mit starkem Peeling-Effekt mitgenommen für porentiefe Reinigung für den Körper. Dann gab es von Isana eine neue LE, einmal die Winterseife mit sinnlichem Vanille- und Karamellduft, eine Handseife und einmal habe ich die Winterdusche mitgenommen und es riecht wirklich wahnsinnig lecker. Wirklich, könnte man austrinken, so toll riecht das. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es das schon bei Rossmann gibt, weil ich jetzt wirklich über einen Monat nicht bei Rossmann war. Aber ja, finde ich ganz gut für den Winter, deswegen muss das mit. Dann habe ich zweimal meine Reinigungstücher mitgenommen, die allerliebsten, die ich gerne mag. Die sind von Rival de Loop, die Hydro. Einmal Geschenkpapier musste mit, das fand ich sehr, sehr schön hier mit dem Sternchen. Dann habe ich ein paar Gesichtsmasken mitgenommen, die waren auch runtergesetzt von Salt House. Einmal Totes Meer Premium Maske Feuchtigkeit, einmal mit Meeresalgen. Ich glaube, die waren auch 39 oder 49 Cent runtergesetzt. Ne, 39, genau. Und die hat 49 Cent gekostet von Rival de Loop. Perfect Tone Maske für strahlend schönen Ton. Eine LE. Ja, bin mal gespannt, wie die so sind. Und zwei Badeessenzen von Isana, die hatte ich vorher auch noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, ich war jetzt etwas länger nicht im Rossmann. Einmal Badekristalle, deine Ruheoase mit Avocadoöl. Da gibt es ja immer so ein Riechloch. Und das hat so toll gerochen. Also das musste unbedingt mit, das riecht so richtig blumig frisch. Und einmal eine LE, deine Kuscheleinheit mit Mandelöl. Das hat auch sehr, sehr schön nach Mandel gerochen, musste auch unbedingt mit. Ja, das war Rossmann und jetzt war ich noch bei Action und habe ein paar Deko-Sachen mitgenommen und Bastelsachen und die zeige ich euch jetzt auch nochmal. Ich habe nochmal zweimal hier so einen Bilderrahmen mitgenommen. Die habe ich ja jetzt schon öfter gezeigt, weil ich die schon öfter geholt habe. Die kosten nur so 2,70 ungefähr. Und ja, fand ich ganz schön. Dann habe ich einmal zum Basteln hier so Puderschnee mitgenommen. Ne, nicht Puderschnee, Pulverschnee, ne? Pulverschnee, genau. Und noch einmal Kerzen, die hatte ich letztens auch schon mal gekauft und jetzt habe ich sie nochmal nachgekauft. Die riechen so wahnsinnig toll. Die sind mit Black Orchidee und Acai. Die riechen wirklich mega toll. Also wenn ihr bei Action seid, dann holt euch die mal und probiert die. Dann habe ich zum Verschenken auch nachgekauft, weil ich letztens schon eins geholt habe. Diese süßen ja, Trinkbecher oder Trinkgläser eher gesagt, geholt mit einem Schneemann oben drauf. Total süß. Und ja, wie gesagt, die sind zum Verschenken. Und dazu passend habe ich auch nochmal nachgekauft zum Verschenken, weil es sind ja doch mehrere Leute, denen man etwas schenkt. Die habe ich jetzt schon dreimal gekauft und jetzt nochmal zweimal nachgekauft. Diese Servierschalen oder Servierteller, auch mit einem Schneemann, die waren auch sehr günstig, unter einem Euro. Dann noch ein bisschen was zum Dekorieren. Einmal so Sternenkonfetti. Ich zeige euch auch gleich, was ich damit machen möchte. Dann einmal aus Holz sind es so Holzherzen mit einem Anhänger. Damit wollte ich auch basteln und was ich damit mache, das kann ich euch ja schon mal verraten. Eigentlich sind die für den Weihnachtsbaum gedacht, aber ich wollte damit, ich wollte ein Video drehen, wie ich unsere Geschenke einpacke und da kommen dann die Namen drauf mit einem Glitterstift oder mit einem Edding. Kommen dann die Namen drauf, für wen halt die Geschenke sind. Einmal so Weihnachtsbaumkugeln, so ganz kleine in Rot. Die sind auch aus echtem Glas, sehe ich hier. Die haben auch nur 1 Euro gekostet. Die sind aber auch nicht für den Weihnachtsbaum gedacht, sondern auch zum Dekorieren, zum Basteln und für die Weihnachtsgeschenke.
Dann habe ich Teelichthalter mitgenommen. Die fand ich ganz schön. Grau und in weiß. Ich habe 4 Stück davon, 2 in grau, 2 in weiß geholt. Und zwar wollte ich die für unseren Adventskranz benutzen. Dann habe ich aber vergessen, dass ich die geholt habe, also dass ich die in Einkaufswagen getan habe und habe nochmal Kerzen geholt, die ihr jetzt hier sehen könnt. Und habe die jetzt auf unserem Adventskränzchen. Aber ja, wenn die Kerzen alle gehen, dann werde ich die hier drauf tun. Aber die kann man ja auch so als Deko irgendwo draufstellen, vielleicht ans Fenster. Ja. Dann habe ich einen einfachen Blumentopf mitgenommen für die Küche. Ich habe da nämlich eine Blume geschenkt bekommen und hatte keinen passenden Blumentopf dazu. Und dann habe ich einmal, nicht einmal, sondern 4-mal, 4 Stück sind es, so Suppenteller mitgenommen. Fand ich ganz gut, auch zum Cornflakes essen steht zwar Suppe drauf. Und ja, 4 Stück davon. Und dann habe ich noch 2 Sachen zu guter Letzt und dann sind wir auch schon fertig. Ich zeige euch einmal so. ich habe 3-mal die so kleine Weihnachtssterne mitgenommen von einem Blumenladen. Ich wollte halt euch zeigen, wie ich die dekoriere. Das ist auch eine schöne Geschenkidee, vielleicht zu Nikolaus oder zu Weihnachten oder generell jetzt für Weihnachten in einen schönen Blumentopf mit schöner weihnachtlicher Deko obendrauf. Ja, das zeige ich euch nochmal in einem extra Video. Und dann habe ich noch 2 Sachen gekauft. Das sind 2 Bücher. Die habe ich von der Bücherbox Sandwix. Das ist ein Abo, kriegen wir jeden Monat. Man kann das Abo aber jederzeit abbestellen. Man bekommt eine E-Mail, was für Bücher halt demnächst dich erreichen werden. Und wenn du diese Bücher nicht haben möchtest, kannst du einfach auf jetzt abbestellen klicken und dann kriegst du diese Bücher nicht und guckst dann nächsten Monat, ob was Passendes für dich dabei ist. Wir haben jetzt sehr lange viel abbestellt, weil nichts Gutes für uns dabei war. Aber jetzt, die fand ich sehr gut. Die hatte ich jetzt letzten Monat bestellt, kam gestern an. Und für Dezember ist auch ein schönes Paket. Die habe ich jetzt auch bestellt. Die kommen jetzt wohl in 2-3 Wochen an. Hatten wir einmal Superflitzer, lustige Autos zum Puzzeln. Und zwar sind dann immer so verschiedene Autos auf jeder Seite. Und die Autos, das sind 3 Puzzleteile. Die kann man dann hier auseinandernehmen und wieder zusammenstecken. Das Buch kostet 9,99 €. Kann ich euch auch nochmal in die Infobox verlinken. Das fand ich auch sehr schön. Wer fährt hier im Kreis herum? Dann kann man das hier drehen und auf jeder Seite ein Schiff zum Beispiel. Also auf jeder Seite fährt etwas anderes. Ein Zug oder ein Traktor. Und das Buch kostet auch 9,99 €. Ja, meine Lieben, das war mein Dezember-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich doch mit einem Däumchen hoch wissen. Ich freue mich immer über euer Feedback und über Kommentare. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann lasst mir doch ein Abo da. Ich drehe jeden Monat neue Hauls und ja, generell ganz viele Themenvideos. Und schaut auf jeden Fall auch bei den anderen Mädels vorbei, die ganz viel Beauty machen. Und alles nochmal in der Infobox verlinkt. Lest euch die Infobox durch, da findet ihr auch alle Links zu manchen Produkten. Bis zum nächsten Video. Ciao!